Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal ein Unboxing für euch, und zwar ein Retro-Unboxing. Und in dieser Kiste sollte ein iPod der zweiten Generation sein, den wir heute zusammen mal auspacken. Und gleich nach dem Intro geht's los. So, in dieser Kiste haben wir also den iPod. Wie gesagt, das ist der iPod der zweiten Generation. Dieser iPod heißt nur iPod, also nicht iPod Touch oder Nano oder sonst was, weil zu dem Zeitpunkt gab es nur das eine Modell und da braucht man dann keine weitere Namensbeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und machen mal den Karton auf. Der iPod ist natürlich gebraucht, weil sowas findet man nicht mehr neu und wenn, dann wird es wohl keiner auspacken. Aber das finde ich eigentlich auch gerade ganz interessant, weil diese Unboxings von neuen Geräten, wenn zum Beispiel ein neues iPhone rauskommt, da hat man dann innerhalb von ein paar Wochen auf YouTube tausende von Unboxings und alle sehen gleich aus. Und bei so gebrauchten Geräten ist es immer ein bisschen interessanter. So, ganz oben haben wir schon mal die Anleitung. So sieht die aus. iPod 15 oder 20 GB, ist also auch ein deutsches Modell. Das hier sollte die 20 GB Variante sein. Und dann noch ein paar technische Daten. Dann, was haben wir noch? Aha. Das hier ist die originale Tasche zu diesem iPod. Man sieht hier auch, das ist Original Apple mit so einem Gürtelclip. Damals hat Apple tatsächlich noch zu den Geräten sowas dazugelegt an Zubehör und das einfach so. Das waren noch Zeiten. Dann als nächstes haben wir hier das Ladegerät. Klar, das ist noch einer von den ganz alten iPods, somit hat er einen FireWire-Anschluss und kein USB wie die späteren iPod-Modelle. Das Ladegerät ist auch relativ groß im Vergleich zu den heutigen USB-Ladegeräten. Das FireWire-Kabel ist relativ dünn und kurz. Ich habe noch einen iPod der ersten Generation, bei dem ist das Kabel deutlich länger und auch dicker. Und hier haben wir dann die Originalverpackung von dem iPod. So sah die aus. Und da sehen wir 20 GB und Mac. Damals gab es nämlich noch separate Modelle für Windows oder Mac. Das hier ist also ein Mac-Modell. Ich muss sagen, die OVP sieht von hier aus, als ob sie in einem ziemlich guten Zustand sogar noch ist. Erstaunlich. Nicht mal oben hat sie diese typischen Risse, die sie normalerweise alle haben. Und dann faltet die sich einfach auf wie so ein Buch. Hier in der einen Seite ist dann so eine kleine Mappe drin. Da sind nochmal Anleitungen drin und auch die entsprechende Software. Und hier drin ist dann so ein kleines Plastiktray. Da ist zum einen das hier drin. Auch sowas sieht man heutzutage nicht mehr. Das ist die Fernbedienung mit diesem speziellen Anschluss hier. Man sieht, der hat hier noch diesen Ring. Steckt man dann in den iPod rein. Dann hat man hier dieses kleine Kästchen, damit kann man lauter leiser machen, Track vor und zurück, Play Pause. Und auf der Unterseite hat man dann einen Klinkenausgang, wo man dann die Kopfhörer, die ganz normalen Kopfhörer anschließen kann. Das Ganze ist mit so einem Clip. Dann haben wir hier tatsächlich sogar noch die. Ah, ne, sind leider nicht mehr die originalen Kopfhörer, schade. Das sind leider nachgekaufte. Aber trotzdem schön, dass immerhin welche dabei sind. Zumindest glaube ich, dass sie nachgekauft sind. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht.
Und sogar noch die originalen Schaumstoffdinger für die Kopfhörer sind noch mit dabei. Hier haben wir jetzt noch mehr Anleitung. Ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich hier hineingehört. Mit so einem kleinen Überblick, Benutzerhandbuch. Und hier nochmal schön eingepackt den Star der Show. Den iPod der zweiten Generation. Wer ihn noch nicht kennt, so sieht er aus. Man sieht, er ist ziemlich dick. Das liegt daran, dass hier noch eine richtige mechanische Festplatte drin ist, die man auch hören kann. Rückseite, das Design kennen wahrscheinlich noch viele, dieses typische Chrom. Auf der Unterseite sind keine Anschlüsse. Nur hier diese, ich glaube, es ist eine Warnung wegen der Lautstärke, was die früher draufgeklebt haben. Und auf der Oberseite sind dann alle Anschlüsse. Und das hier ist auch die Stelle, wo man am ehesten den iPod der ersten Generation, der zweiten Generation unterscheiden kann. Denn die zweite Generation hat hier diese Klappe über dem FireWire-Port zum Schutz. Das hatte die erste Generation nicht. Und auch das alles hier ist aus Chrom und bei der ersten Generation ist es hier ein Kunststoffstück. Da ist also kein Chrom dazwischen. Von vorne sieht er eigentlich identisch aus wie die erste Generation, allerdings das Rad ist fest, das heißt, es dreht sich nicht, funktioniert also mit Touch. Während bei der ersten Generation hat sich das Rad tatsächlich noch gedreht. Oh, der ist sogar an. Oh. Dieses schöne Klicken. Auch ein Backlight hat dieser iPod schon. Allerdings nur ein Monochrom-Display. Ja. Das war's dann zum Unboxing des iPods der zweiten Generation, 20 GB. Ein sehr schönes Gerät, wie ich finde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und auch ein Abo freuen. Und ansonsten war's das. Bis zum nächsten Mal.